Hier am Augustusplatz fliegen am Samstagabend nicht nur 99 Luftballons in die Höhe, sondern ganze 1000. Natürlich mit Marlele-Karten, denn die große Luftballonaktion ist der Höhepunkt von Marlele. Über 18.000 Menschen haben zu Stift oder Pinsel gegriffen. Für Norbert Schmid ein Riesenerfolg und manchmal auch eine große Überraschung. Ja, Hans Wagnermeier hat sich so in die Aktion verguckt, dass er nicht nur ein hervorragendes Bild uns gegeben hat. Und er hat mir vorhin gesagt, dass er 500 Bilder aus der Aktion gerne erwerben möchte. Und das ist natürlich ein Hammer, das hat mich jetzt mal umgehauen. Ja, ja gut, ich finde die Aktion einfach genial. Nicht nur für die Stadt, das ist ein riesen Werbeeffekt in die ganze Welt, sondern einfach der Hintergrund, einfach Leuten zu helfen, die es nicht so schön haben wie wir oder vielleicht nicht ganz so viel Glück haben. Und da ist jeder Cent und jede Pfennig gut angelegt. Stunden vorher wurde noch fleißig gemalt. Die einen gaben ihre selbstgemalten Kunstwerke am FOZ-Treffpunkt ab. Wir haben mitgemacht, weil Leipzig eine Stadt ist, wo Kunst und Kultur zu Hause sind, wo es viele Maler gibt, die hier die Stadt bekannt gemacht haben. Den Kindern hat es gefallen und sie war die produktivste, die hat dann gar nicht aufgehört. Hat, glaube ich, weiß nicht, 5 oder weiß nicht, wie viele Bilder gemalt. Und die anderen sicherten sich bereits ein oder mehrere Bilder mit einem Gutschein. Nicht nur Privatpersonen, sondern auch Vereine und Unternehmen haben sich für die Charity-Mal-Aktion engagiert. Harry Hurtig, der rasende Reporter, kam mit ihnen auf seine ganz eigene Art und Weise ins Gespräch. Überall wird hier gemalt. Oder hier, da. Überall wird gemalt. Es ist unfassbar. Überall. Die Kleinsten der Kleinen wollten ihn treffen. Kika-Star Bernd das Brot. Der posierte fleißig für die Fotos. Ein paar Meter weiter fuhr Henry Büttner mit seinem Dienstwagen vor. Malen ist für den Autoliebhaber wie Eiskunstlaufen. Eiskunstlaufen kann ich auch nicht, auch mit der Figur ziemlich schlecht und genauso gut kann ich auch malen, aber ich habe es trotzdem versucht und halbwegs hingekriegt und ich denke, es ist ein kleiner Beitrag mit für Male-LE. Der ehemalige deutsche Meister outete sich also als notorischer Nichtmaler. Ganz anders unser Stadtoberhaupt. Naja, ich habe ein bisschen abgepaust, ja, so einiges dazu gemalt, aber mir ging es darum, dass ich die wesentlichen Sehenswürdigkeiten Leipzigs so irgendwie in eine Collage finde. Und dann habe ich aber auch ausgemalt und bunt gemacht. Am späten Abend geben sich dann noch diese Herren die Ehre. Gentlemen. Wer, wo sind Eltern? Ingolf Lück. Und auch Sebastian Krumbiegel. Der griff für den guten Zweck ebenfalls zu Pinsel und Farbe. Ich habe 2 Bilder gemalt, ein Selbstporträt, auf dem ich mich sogar erkenne. Und ein Bild, bei dem es natürlich um Leipzig geht, das heißt Hoch- und Subkultur oder Sub- und Hochkultur. Jetzt müssen so viele Marlele-Bilder wie möglich verkauft werden. Damit jedem Bild gehen 24 € an Kinderhilfsprojekte in Leipzig und der ganzen Welt.